Hi meine Lieben, heute möchte ich euch diesen richtig coolen Look zeigen, den ich auf Instagram getragen habe. Einige haben sich dazu ein Tutorial gewünscht und ich würde sagen, lasst uns starten. Als erstes fange ich natürlich wieder damit an, dass ich mir einen Lidschattenprimer auf mein Lid auftrage. Das mache ich einfach aus dem Grund, damit die Lidschattenfarben den ganzen Tag da bleiben, wo sie sind und damit die Farben so intensiv wie möglich rauskommen. Ich liebe ja matte Lidschattenfarben und dafür nehme ich die Matte Up Duo Farbe und gebe mir diese mit einem ganz normalen Lidschattenpinsel auf mein bewegliches Lid und bringe die Ecke so ein bisschen raus. Weil mir das Ganze nicht zu dunkel und intensiv genug war, nehme ich von The Balm, also von derselben Palette, Mead Johnson und gebe die Farbe auch auf mein bewegliches Lid und achte darauf, die Farbe so ein bisschen aufzubauen und nicht über meine Lidfalte zu kommen. Selbstverständlich müssen wir das Ganze ausblenden. Dafür nehme ich einfach hellen braunen Lidschatten und einen fluffigen Blendepinsel und fange an, diesen grauen Lidschatten so ein bisschen auszublenden, damit wir weiche und schöne Übergänge haben. Als Highlight unter meiner Augenbraue nehme ich diesen gelben und weißen Lidschatten und mische das. Mir war gelb zu gelb, weiß zu weiß, deswegen habe ich das gemischt. Die Farbe gebe ich, wie gesagt, unter meine Augenbraue und verblende das Ganze. Bei dem Look habe ich auch einen schwarzen Kajal getragen. Die Farbe gebe ich jetzt auf meine untere und obere Wasserlinie und bin dabei jetzt nicht unbedingt super sorgfältig, denn ich möchte diesen schwarzen Kajal gleich nochmal ausblenden. Und dann gebe ich so ein bisschen noch auf mein oberes Lid, so dicht wie möglich an meinen Wimpernkranz und blende das auch noch mal aus. Dann habe ich die beiden Grautöne, die ich schon auf meinem oberen Lid habe, gemischt und blende das sozusagen jetzt ein bisschen aus. Also ich verblende das so dicht wie möglich an meinem unteren Wimpernkranz und achte darauf natürlich auch noch mal diesen schwarzen Kajal auszublenden. Als Highlight für meinen Augeninnenwinkel nehme ich diesen Highlighter und dann noch mal diesen weißen matten Lidschatten. Auf dem Bild habe ich falsche Wimpern getragen, deswegen mache ich das hier natürlich auch. Hier bereite ich sie mir vor mit einer Wimpernzange und dann tusche ich mir oben und unten sorgfältig die Wimpern. Ihr könnt den Look, wie ich finde, absolut im Alltag tragen, dann würde ich einfach auf die künstlichen Wimpern verzichten. Ich habe mich für die Miss Lynn 30 Wimpern entschieden, die hatte ich auch auf dem Foto drauf und die klebe ich mir hier so dicht wie möglich an meine eigenen Wimpern auf. Leider fiel die Wimper wieder ab, ich musste das dann nochmal aufkleben, deswegen sieht das jetzt so unglücklich aus. Also ihr könnt dann, wenn das bei euch auch so ist, einfach nochmal so einen Lidstrich drüber geben oder ihr gebt euch halt so viel Lidschatten drauf, dass man diesen Kleber so ein bisschen überdeckt. Also es war jetzt hier so ein bisschen unglücklich. Als Lippenstiftfarbe wollte ich eigentlich von Gerard Cosmetic nur diesen Lippenstift tragen, aber war dann auch da so ein bisschen mit der Farbe unglücklich und hatte mir dann von NYX nochmal diesen Butter oben drauf gegeben. Das, meine Lieben, ist der fertige Look. Ihr könnt die Looks gerne mit mir auf Instagram oder jetzt auch auf Snapchat teilen. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschalten und sage Tschüssi.